Kubaja. Er spielt auch, wie viele von Togo, bei einem Schweizer Team in Lugano. Gute Nachrichten aus Afrika sind so selten wie Regen in der Wüste. Kriege, Stammeskonflikte, Staatsstreiche. Was gibt es da nicht alles an Negativschlagzeilen? Und das Negative kommt meist auch gut rüber. Aber positiv, die UNO hat den Januar als Monat für Afrika erklärt. Und das ist eigentlich eine schöne Symbolik hier, wo der Afrika Cup gestartet ist, in diesem Monat Januar. Und er zieht sich hin bis zum 13. Februar. Bis dahin können Sie sich gut informieren bei Eurosport über den kontinentalen Fußball, über den Fußball von Afrika und auch beim DFB-Geburtstag, beim 100. in Leipzig konnte ich kurz mit Berti Vogt sprechen. Er auch ein sehr aufmerksamer Zuschauer in diesen Tagen bei Eurosport, um den afrikanischen Fußball weiter ganz akribisch zu verfolgen. Er kam ja schon sehr früh als Juniorencoach mit dem afrikanischen Fußball zusammen. Und er war schon immer ein Verfechter dafür, dass man gegen die Afrikaner in der Testphase ein Spiel bestreiten sollte. Afrika, nicht nur Südafrika, ein schlafender Riese. Und der große Pelé, dessen Vorfahren auch aus Afrika kamen, sagte, eines Tages wird der Weltmeister aus Afrika kommen. Mit 8, Nitschap, Fozzo Heremi, das ist der vollständige Name. Also ein Mann, der bei Real Madrid spielt, ein Hochbegabter. Und im Tor Alyoum Buka von Samsung. Er spielt in der Türkei. Der Nachfolger von Songo, der bei Deportivo La Coruña immer noch eine gute Figur abgibt. Ersatzmann William Andem. Aber der ist natürlich auch mit viel Erfahrungswerten ausgestattet. Kein Problem, kein Risiko soll der kommen. So, die große Frage ist nun, wie stellt sich hier Togo in diesem Spiel an? Die Situation nochmal verdeutlicht. Kamerun führt mit 4 Punkten. Ebenfalls 4 Zähler hat Ghana. Aber Kamerun mit einem Tor Differenz im Vorteil. Togo Dritter mit einem Punkt, genauso wie die Elfenbeinküste. Und Ghana gegen Elfenbeinküste, das werden Sie auch bei Eurosport im Anschluss verfolgen können. Natürlich macht sich bemerkbar, dass Bashirou Salou hier nicht dabei ist. Es ist im Prinzip das erste Spiel für den neuen verantwortlichen Mann bei Togo, für Mawuena Kojovi. Und schön durchgezogen in die Mitte. Nicht schlecht gewesen von Mbouma mit der Nummer 10. Er spielt ja in Sardinien bei Cagliari. Dann mit der 12 Lauren von Mallorca. Also Kamerun hat natürlich schon eine gestandene Mannschaft, der Star im Deckungsverbund. Und hier so eine Einladung darf man nicht nochmal austeilen, denn dann könnte das bittere Folgen haben für die Mannschaft von Togo. Aber er blieb cool, er hatte die Ruhe weg, zum Glück für die Mannschaft, für den Außenseiter von Togo. Togo und Kamerun im Prinzip auf dem afrikanischen Kontinent gar nicht so weit auseinander. Eigentlich liegt nur Nigeria dazwischen. Togo, Nachbar von Ghana. Und ein Kapitel in Togo, in der Historie, wird die Trainerhistorie sein, die Trainerstory. Vor Gottlieb Güller war es Eberhard Vogel, der immerhin 74 Mal für die DDR-Mannschaft spielte, der hier
Togo zum Afrika-Cup führte in Burkina Faso vor 2 Jahren. Dort lange Zeit anstehendes Geld nicht bekam. Das musste auch erst über FIFA-Instanzen geregelt werden. Und auch Gottlieb Göllner hat also hier kein großes Glück gehabt. Ja, da hat er sich nicht austricksen lassen. Der Mann mit der Nummer 6. Bei Strasbourg aktiv. Hier haben wir Kwatja gehabt mit der Nummer 8. Das ist der bisher einzige Torschütze für Togo in der Begegnung gegen die Elfenbeinküste, die ja 92 spektakulär Sieger wurde mit 11:10 im Elfmeterschießen gegen Ghana. Im Senegal war das. Mein erstes Afrika-Cup-Finale damals, und ich erinnere mich noch genau, Tony Baffo, der Wahl-Düsseldorfer, der Sohn eines Diplomaten, war der Unglücksrabe, die tragische Figur in diesem Marathon. 11:10, das muss man bei einem FIFA-Wettbewerb erst einmal suchen. So eine Statistik, so eine Elfmeterrate, 11:10. Hier haben wir Rigobert Song gesehen und mit der Nummer 10 bei Togo. Mal sehen, ob er der Sheriff ist. Maman Sheriff Touré. Kamerun also zum Auftakt mit einem 1:1 gegen Ghana. Dann gab es einen komfortablen 3:0 Erfolg gegen die Elfenbeinküste. Kala, Etoyo und Mboma schossen da die Tore, und Sie spüren schon, von Kala und Etoyo ist diesmal noch nicht die Rede. Also bei Kamerun, da schaut man, glaube ich, schon mit einem Blick zum Viertelfinale und will einige tragende Kräfte hier verschonen. Da haben wir Tachu Salu gesehen. Also die Auftaktphase, da hatte er die beste Chance, Mboma für Kamerun, 0:0. Togo ja noch nie in einem afrikanischen Finale, dagegen Kamerun schon zweimal Gewinner. 1984 gegen Nigeria 3:1, 1988 ebenfalls gegen Nigeria 1:0. Und das war ja die hohe, die Weihezeit von Roger Mia. Abalo hat hier ein bisschen zugelangt. Ja, und das haben wir im Weltfußball auch zu registrieren. Mit der Einführung der roten Karte nach dem Tackling von hinten, da hat das Grapschen mehr zugenommen. Das wurde auch von UEFA wie von FIFA-Seite deutlich gemacht. Beim DFB-Geburtstag in Leipzig. Hier sehen wir Job mit 21, ganz torgefährlich. Der Mann aus Kamerun, besonders auf dem Betze in Kaiserslautern, da zeigt er, was er drauf hat.
Da genügte der Mannschaft aus der Pfalz der 2:1 Auswärtserfolg im Europacup nicht. Mit 4:1 trumpfte da dann die Mannschaft von Lens mächtig auf und Job verrichtete einen tadellosen Job. War von Lauterns Abwehr nie zu greifen. Togo erhöht das Tempo. Die Mannschaft muss auch kommen. Sie muss auch mehr tun. Mit der 17 Abdelkader Kubacha. Ja, und er muss schon gut sein, wenn er Songo verdrängen will, der Alium Buka. Und überhaupt, Kamerun hat er wirklich gute Torhüter gehabt. Denken wir an Thomas Nkono, der so ganz clever wie Cooperfield den Ball hinten herum spielte und da die gegnerischen Stürmer verblüffte. Schon 82 bei der Weltmeisterschaft in Spanien, als Kamerun nicht ein Spiel verlor und trotzdem ausschied durch ein Tor, was Italien mehr hatte. Schön gespielt, aber gut abgelaufen, sehr gut abgelaufen von der Nummer 8, von Jeremy von Real Madrid. 21 Jahre und Kamerun natürlich dann mit einer Sternstunde in Italien 1990. Wer erinnert sich nicht an den Lambada-Tanz von Roger Milla gegen Kolumbien, als er Higuita vernaschte, der Oldie, und als dann Kamerun sogar den Riesen England fast in die Knie gezwungen hatte, nur weil man an sich selbst glaubte, sich zu sehr am eigenen Spiel berauschte. Da ging Kamerun noch unter. Viertelfinale, die bisher beste Platzierung einer Mannschaft. Nicht so gut ging es dann ab für Kamerun. 94 in den USA. Besonders von den Russen wurde man gedemütigt mit dem 6:1. Salenko mit WM-Rekord. 5-mal. Da war er schon dabei, Rigobert Song, und er hat einen Rekord aufgestellt. Nämlich bei 2 Weltmeisterschaften jeweils eine rote Karte bekommen zu haben. Das muss man erstmal nachmachen. Aber hacken wir nicht nur auf diesen Negativ-Touch herum. Rigobert Song, ein glänzender Abwehrspieler. Ansonsten. Bisschen einfallslos, bisschen hausbacken, die ganze Angriffsgestaltung von Togo. Natürlich sieht man, dass Kamerun das weit routiniertere Team ist. Bessere Raumaufteilung. Die Entscheidung fällt heute in dieser Gruppe A und in diesem Zusammenhang natürlich auch ein ganz entscheidendes Spiel. Heute Abend, 21 Uhr, Ghana gegen die Elfenbeinküste. Ghana, ja, eine Mannschaft, die das Turnier ganz wesentlich geprägt hat. Ghana hat die meisten Teilnahmen neben Ägypten zu verzeichnen, 18. Und Ghana ist auch der Rekordgewinner. Neben Ägypten hat man 4-mal die Trophäe gewonnen. 63, 65, 78, 82. Nur Titelverteidiger Ägypten kann da mithalten. Und Ägypten, das haben Sie vielleicht schon bei unseren Übertragungen so im Hinterköpfchen notiert. Ägypten und Südafrika sind schon durch die Tür zum Viertelfinale durchmarschiert. Der Sieger dieser Gruppe A könnte gegen den Gruppenzweiten der Staffel B treffen. Das heißt nicht könnte, er wird es. Und momentan wäre das die Mannschaft von Algerien.
Ja, Gottlieb Göller hat normalerweise eine riesengroße Reputation in Togo, der geschasste deutsche Trainer. Registrieren wir, 15. Minute, 0:0 zwischen Kamerun und Togo. Kamerun genügt, ein Unentschieden, um ins Viertelfinale vorzustoßen. Togo muss hier alles oder nichts spielen, wenn die Mannschaft hier wirklich etwas reißen will. Noch schaut es nicht danach aus, aber auch die Afrikaner haben natürlich taktisch hinzugelernt, spätestens diese klassische Wende in Italien 90, Viertelfinale. Kamerun führte 2:1. Berauschender Fußball, Zauberfußball, Traumfußball. Dann die Engländer eiskalt. Zweimal Gary Lineker vom Elfmeterpunkt. Spätestens seit diesem Zeitpunkt, da haben sie auch gesagt, wir wollen nicht in Schönheit sterben, wir wollen auch siegen. Und dazu gehört Taktik, dazu gehört auf die Chance warten können. Der Hurra-Stil auch in Afrika nicht mehr in. Asignon, der Mann von Togo, spielt bei Cannes, also in Südfrankreich. Ja, Göller ist wirklich populär bei den Massen. Er hat die Mannschaft für den Afrika Cup 82, 72, 84, 98 und 2000 geführt, also viermal. Dazwischen Eberhard Vogel 1998, 96 in Südafrika. Man sieht ja ganz geschickt, wie Kamerun die Räume eng macht, wie man das so schön in der Fußballersprache sagt. Aber hier war es wirklich klassisch zu sehen. Drei Mann im Dreieck steht man da ganz geschickt und alle Fußballexperten und Manager werden sagen, jawohl, da liegen sie richtig. Fußball ist ein Puzzle, was aus Dreieckspielen zusammengebastelt wird. Auch die Bundesliga ist natürlich hier bei diesem 22. Afrika Cup vertreten. Nicht zuletzt durch den Top-Torjäger der Bundesliga, durch Selimi aus Freiburg. Adel verpflichtet, kann man da sagen. Adel Selimi, 9 Treffer in der Bundesliga, damit momentan top. Die Borussen aus Dortmund mit Ikpeba für Nigeria und Otto Addo für Ghana. Akonor ebenfalls für Ghana, der Wolfsburger. Zu Selimi kommt noch Baia für Tunesien. Dann Emara, Yasser aus Ägypten von Hansa Rostock. Und na, das wär's doch, jawohl, das wollen wir sehen. Das macht die ganze Geschichte spannend. Changai Masameso von De Graafschap, vom holländischen Erstdivisionär. Erst wollte der Ball nicht rein, aber dann mit purer Gewalt. Nochmal. Schön überflankt. Gute Reaktion vom Keeper Kameruns. Und dann ist er da. Mit der Nummer 4. Ja, mit Schieben ist da nichts. Pure Gewalt macht's halt manchmal eher. In die Richtung geht's. Da ist das Viertelfinale. Jawohl. Changai Masameso De Graafschap. Der Außenseiter, der Underdog, führt gegen Kamerun mit 1:0. Und das nach gut 19 Minuten.
So sieht unser Drehbuch vor. Wir können gut aus der Perspektive des Neutralen urteilen, beobachten, wie der Zuschauer und der will Tore sehen. Das macht die Situation noch viel, viel spannender. Jetzt liegt Togo auch schon bei 4 Punkten, aber die Mannschaft muss weiter auf Torjagd gehen. Er muss nochmal zuschlagen, das reicht nicht, denn Kamerun ist natürlich komfortabel ausgestattet mit der besseren Torequote und die zählt. Ja, ein bisschen Benommenheit. Er hat mit der Nummer 6 bei Kamerun Nyanka von Straßburg erwischt. Aber nicht nur Indianer, sondern auch Löwen kennen keinen Schmerz. Unbezähmbarer zudem. Massameso Djangai Dechavchap, 21 Jahre. Er war schon bei Udinese unter Vertrag in Italien, aber nach seinem Auftritt in Burkina Faso vor 2 Jahren, da hat man ihn erstmal ausgeliehen nach Slowenien. Und jetzt soll er Erfahrungen sammeln beim holländischen Erstdivisionär, in der holländischen Ehrendivisie bei Dechavchap. Und das war Werbung. Beste Werbung in eigener Sache. Mit der Nummer 17, Mohamed Abdelkader Kubacha, FC Lugano, Schweiz, 20 Jahre. Eigentlich von Parmas Scouts entdeckt. Und die haben ihn in der Schweiz, in Lugano, geparkt. Er war ganz erfolgreich in der Vorbereitung. In den letzten 3 Spielen traf er 3-mal für Togo. Kubacha. Ja, jetzt darf man gespannt sein, wie Kamerun reagiert. Djanka sehen wir mit der Nummer 6. Der 24-Jährige. Togo zieht das Spiel über die Flügel ganz geschickt aus. Das meiste kommt über die linke Seite. Bei Kamerun sieht man momentan keinen, der in der Kreativzone das Spiel lenkt. Togo selbstbewusster nach dem 1:0. Amalo spielt in der 2. Division in Frankreich und dort mit der Nummer 20 Oyavoli spielt auch in Frankreich. Lorient. Mboma, schnell ist er. Ja, es stimmt tatsächlich, kein Druckfehler. Der Außenseiter Togo führt durch das Tor von Djangai in der 19. Minute mit 1:0 gegen den Favoriten Kamerun, gegen den zweifachen Afrikameister. Momentan nur 10 Mann auf dem Spielfeld. Djanka war etwas benommen. Der Mann von Straßburg. Jetzt ist er wieder dabei. Foyer
West Ham United, vorher Longs, brach sich ja vor der Weltmeisterschaft das Bein und konnte so nicht dabei sein. Und zieht durch mit der Nummer 17, Kubacha Abdelkader, der Wahlschweizer. Also die beiden davon, die sind brandgefährliche Typen. Mit der Nummer 20, Jima Ovalo Luans, und mit der 17, Kubacha Abdelkader. Also eins können wir jetzt schon festhalten. Togo kann Kamerun durchaus gefährlich werden, weil man zwei Spitzen hat, die sind unheimlich schnell. Mit der 17 Abdelkader Kubacha und Dija Oyawole. Er wurde im ersten Spiel gegen die Elfenbeinküste nur eingewechselt. Er kam dafür Kofi Fiavo. Also wenn man da hier mit Laser-Fair-Stil aufwartet bei Kamerun, da kann man noch ein blaues Wunder erleben. Song Bandagiert, gehandicapt nach seiner Knieverletzung. Ja, es fehlt auch so eine Persönlichkeit wie Raymond Kalla. Er spielt für Extremadura, der 24-Jährige. Vorher Panathinaikos. Auch Womes nicht dabei, der Junge von Bologna. Olembe ebenfalls nicht, von Nantes. Das sind alles Spieler, die bei der Weltmeisterschaft schon Erfahrungen sammeln konnten. Bei der 98er hier in Frankreich. Georges Legendre, der 39-jährige Franzose. Er hat früher für Lille gespielt, Sochaux, Marokko, Lens und Marseille. Der will diese Fans hier natürlich erfreuen, aber da muss seine Mannschaft hier mehr anbieten. Das ist zu wenig bisher. Vivien Foyer. Marc Vivien Foyer, der 24-jährige, der könnte ja so ein bisschen mehr tun hinter den Spitzen, hinter Job, hinter Mboma. Na? Ja, und da hat der Mann, der bisher das einzige Tor geschossen hat, den Rettungsanker gesetzt. Das war nämlich mit der Nummer 4, Changai Masamesso. Das hat jeder Trainer gern. Einer, der sich nicht nur ausruht, wenn er einmal getroffen hat, sondern auch Drecksarbeit verrichtet. Hier haben wir wieder die Schnelligkeit. Da hat Kamerun Probleme. Wenn Togo das noch weiter nutzen kann, wenn man die unbezwingbaren Löwen herauslocken kann und dann mit gezielten Kontern auf diese wirklich pfeilschnellen Leute die Bälle adressiert, da kann es noch ganz putzig werden. Hier, das war er. Der bisher einzige Torschütze, der hier genauso durchzieht wie vor dem gegnerischen Tor, wie vor Al-Yomi. Also weiter, 1:0 für Togo. Und Landtame Kwadja van Servet Genf ist einer, auf den er natürlich auch setzt. Mit der 5,
Abalo. Mboma. Ja, ein bisschen mehr lauern, ein bisschen mehr, wollte ich sagen, versucht man jetzt das Spiel über die Außenpositionen aufzuziehen. Das ist der Mann von Real Mallorca. 22 Jahre, hochbegabt. Aber man sieht auch bei diesem Afrika Cup, nicht alle schwarze Perlen sind Gott begnadet. Nicht jedes Mal ist ein Abedi Pelé dabei, ein Anthony Yeboah. Diese Mehr hat sich ganz gewiss schon herumgesprochen, dass hier nur kleine Pelés herumlaufen. Auch am Strand an der Copacabana in Brasilien. Da findet man auch wahrscheinlich nur alle 20 Jahre oder gar alle 50 einen neuen Pelé. Oh! Glück gehabt. Mit der 3, Senaya. Hatte mal der Sheriff versucht, die Richtung zu bestimmen. Hier eine ganz kritisch die Situation. Da ist Togo gut beraten, das Spiel möglichst weit, soweit es geht, vor dem eigenen Strafraum zu verlagern. Die Mannschaft führt mit 1:0. Und da gibt es noch keinen Grund, nun durchweg auf totale Offensive umzuschalten. Es ist noch genügend Zeit, um ein 3:0 zu erreichen. Hat Togo die Klasse? Sehr gut. Sheriff. Maman Sheriff Touré. Ja, was Kamerun bisher anbietet, enttäuschend. Ja, man versucht mit zwei Mann über die rechte Seite zu kommen. Einmal mit Jeremy von Real Madrid und einmal mit Lauren von Real Mallorca. Hier Jeremy. Ja, das war ein Eckball. In Kumasi gehen 25.000 ins Stadion rein. Es war leicht erkennbar, dass die Arena alles andere als ausverkauft ist. Das ist das Sokwa-Stadion. Na! Sarkozy. Schön gelaufen, im richtigen Moment gespielt. Der Kamerun hat eigentlich das Potenzial, um hier auszugleichen. Lauren sucht den Doppelpass. Mboma, der Mann aus Cagliari, na bitte. Das hätte nicht viel gefehlt, da wäre der Ausgleich da gewesen. Mboma, so ein bisschen sieht man ein Anrucken bei Kamerun. Schön fintiert vorher, bevor er abgezogen hat. Sonst hätte er sich gar nicht diesen Raum verschaffen können. Das sieht man überhaupt bei den Afrikanern. Sie haben natürlich unberechenbare Bewegungen drin. Es sind Instinktfußballer, sicher mehr als die Europäer.
Aber Kenner der Szene lächeln natürlich, wenn man meint, hier wird alles nur spontan abgewickelt. Nianka. Nochmal dieser Linksschuss von Mboma. Da war schon Pfeffer dahinter. Der spielt ja auch mal bei PSG, also in Paris. Zweifacher Torschütze in der WM-Qualifikation. Und Statistiker der Weltmeisterschaft werden auch finden oder registriert haben. Dieser Patrick Mboma war Torschütze bei der Weltmeisterschaft mit der Nummer 10. Der Mann, der gerade mit links versucht hatte, den Ausgleich zu erzielen beim 1:1 gegen Chile in Nantes. Hier ist er. Wie auf Stichwort, danke der Regie. Ja, inzwischen haben sich die Spieler aus Kamerun taktisch umgestellt. Sie haben begriffen, dass man Togo auf den Außenpositionen links wie rechts nicht so viel Raum gestatten darf. Da hat sich die Mannschaft jetzt besser eingestellt. Die Mannschaft in grün, rot, gelb. Obwohl sie nach wie vor mit 0:1 zurückliegt. Lauren hier im Zweikampf. Die 12 gegen die 12. Aswono Yao spielt beim FC Sion. Lauren. Marc Vivian Foyer. Im linken Mittelfeld einer von vier Neuen bei der Mannschaft von Kamerun, das ist Innocent Hamga, der Mann mit 18. 18 Jahre. Schön. Das sind so die kleinen Schlafeinlagen, die man von der ersten Minute an in dem Deckungsverband von Kamerun feststellen konnte. Der gefällt mir. Pfiffig. Oh, der hat einen Freistoß bekommen müssen. Einen guten Job verrichtet da Masameso Changai. Man spürt jetzt ganz deutlich, wenn Togos Spieler ganz früh angegriffen werden, wenn sie keine Zeit haben, den Ball in Ruhe anzunehmen, zu führen, werden sie sichtlich nervös. Hier, wieder so ein Pass. Nur Kamerun hat bisher wirklich gepennt. Die Mannschaft hat es nicht verstanden. Zweimal jetzt schon Einladungen, wirkliche Einladungen nicht anzunehmen. Diesmal Job. Und vorher war es Mboma vor seinem Linksschuss. Man geht da sehr verschwenderisch um. Und jetzt Lauren. Gut abgelaufen vom kleinen Salou, von Tachu Salou. Mboma.
unterm Strich ein bisschen kläglich, was da eine Mannschaft veranstaltet, die für sich in Anspruch nehmen darf, dreimal in Folge als afrikanisches Team bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen zu sein. 90 Viertelfinale, beste Platzierung Afrikas überhaupt bei Weltmeisterschaften, 94 erneut dabei. Allerdings kam man da über eine bescheidene Rolle nicht hinaus. Und auch 98 kam Kamerun vor allen Dingen an Italien nicht vorbei. Da gab es eine deftige 0:3-Stante. Also auch im afrikanischen Fußball geht es nicht sprunghaft nach vorn. Nur Step by Step. Und Togo, die Mannschaft der Außenseiter hier, führt in dieser Gruppe 1 und hat damit momentan genauso viele Punkte wie Kamerun. Allerdings muss man noch zwei Tore dranhängen, noch zwei drauflegen. Er hat eins geschossen bisher, das reicht nicht. 21 Uhr, dann das zweite Spiel mit Ghana, mit den Bundesliga-Kickern, mit Addo, mit Kapitän Okonor zum Beispiel. Und nicht zu vergessen mit Sami Kufur, dem Münchner Bayern. Für Ghana spielt auch noch der Namensvetter Daniel Addo vom KSC. Also Ghana aus der Bundesliga-Perspektive eine sehr interessante Mannschaft. Foye. Er ist nicht zufrieden mit seinen Vorderleuten, aber aus dieser Distanz, da ist auch er allein verantwortlich. Nach wie vor haben viele afrikanische Torleute Probleme beim Distanzieren. Ein Thomas Nkono oder ein Antoine Bell, die absolute Weltklasse waren, die reifen auch nicht alle Jahre im afrikanischen Fußball heran. Einmal war Afrika ja schon im WM-Finale. Sie glauben es nicht? Doch, tatsächlich. Mit Schiedsrichter Said Belkola, der Marokkaner, leitete das Finale Frankreich gegen Brasilien. Der 41-Jährige, der auch die Partie leitete, Deutschland gegen die USA, das 2:0-Spiel. Auch Argentinien, Kroatien leitete er. Und wie gesagt, als erster vom schwarzen Kontinent das Finale Frankreich gegen Brasilien. Da sind die Spieler noch ein Stückchen entfernt. Ja, jetzt kommt so ein bisschen das Kamerun-Spiel ins Rollen. Hamga. 18 Jahre jung, hat alle Zeit der Welt, da geht mit ihm aber das Ego durch, eine gefühlvolle, getimte Flanke für die Kollegen wäre da weit angemessener gewesen. Lauen arbeitet viel, Fleißbiene und Jeremy. Ja, die beiden versuchen es zumindest auf der rechten Seite. Die beiden Spanier, er von Real Madrid und Lauren von Real Mallorca. Aber unter dem Strich keine Offenbarung. Togo hat das getan, was die Mannschaft drauf hat. Sie hat ein bisschen abgewartet. Und hat dann die vielleicht etwas überheblich wirkenden Männer aus Kamerun, die von Pierre-Georges Legendre, überrascht durch das Tor von dem Mann mit der 4, Changai Massameso, in der 19. Minute. Und
Die Nachspielzeit wird signalisiert, das heißt im Klartext, laut FIFA-Reglement muss sich der Schiedsrichter nicht danach halten. Es ist lediglich eine Empfehlung für ihn. Und er hat sich bisher einige Male empfohlen, aber nicht absolut überzeugend. Mboma, der Mann mit der 10 im Angriff von Kamerun, der bei Cagliari unter Vertrag ist. Die beste Platzierung, der dritte Platz 72 für den Außenseiter Togo. Dann erreichte man 92 im Senegal, als die Elfenbeinküste im Marathon-Elfmeter gegen Ghana gewonnen. Den vierten Platz, aber andererseits auch das Negativkonto. Fünfmal konnte man sich nicht für das Finale der Afrikameisterschaft qualifizieren. Shake hand. Mboma. Oh, wie fehlt ein Roger Mia. Von dieser Klasse sieht man in dieser Mannschaft der unzähmbaren Löwen keinen. Quadia, Torschütze gegen die Elfenbeinküste. Lauren. Und mit der 6. Üben ist angesagt. Nyanka von Strasbourg. Aber der auffälligste Spieler bisher bei Kamerun. Aufgrund seiner farbigen Stirn. Was hatten die für einen Kunden, Kamerun 82? Und 90 mit Kunde, der hat einen genialen Schaner gegen die Elfenbeinküste. Da fällt natürlich die Entscheidung. Da können Sie dabei sein. Ghana und Kamerun haben nach wie vor die besten Aussichten, das Viertelfinale zu erreichen. Aber die zweite Halbzeit wird die Antwort darauf geben, ob Kamerun in der Lage ist, Togo weich zu spielen. Bisher war der Favorit keine Offenbarung, enttäuschend, was da der Viertelfinalist von der Weltmeisterschaft 90 in Italien angeboten hat. Ein Aushängeschild Afrikas, Kamerun, aber hier in Kumasi, in Ghana, da blieb man bisher unter den Erwartungen. Und beim DFB-Geburtstag meint auch Franz Beckenbauer, es ist gar nicht so einfach, die Afrikaner irgendwie davon zu überzeugen, dass sie vielleicht erst die Weltmeisterschaft 2010 ausrichten sollen. Da schauen ein Glänzen der Augen an und die sagen, wir haben die Afrikaspiele organisiert. Südafrika hat den Weltcup, den Rugby-Cup ausgetragen. Also wir können das. Und ein Blick voraus, Dienstag live. Mehr zeigen, aber bisher war die Mannschaft tatsächlich in der Kreativzone schlecht bestückt. Bis auf den unermüdlich rackernden Lauren und hin und wieder Jeremy war da keiner, der das Spiel in die Hand genommen hat, der das Tempo reguliert. Togo sieht man, dass die Mannschaft nicht so lange im Mittelfeld verharrt. Da werden die Bälle schneller mal lang gespielt auf die Quicksilberchen Kubaja Abdelkader und auf Dijama Oyawole. Mal sehen, ob das nochmal so funktioniert. Ja, Franz Beckenbauer meinte auch, Südafrika
ist natürlich ein harter Konkurrent um die Weltmeisterschaft 2006. Aber plötzlich vor 6 Monaten, so meinte der Kaiser, da sprach noch keiner von Marokko. Plötzlich macht Marokko mobil. Die Engländer ohnehin im Rennen. Allein die Brasilianer. Die haben sich bisher nahezu versteckt, aber jetzt hat Benzie ja die Möglichkeit, in Paraguay, in Asunción, beim CONMEBOL, beim Kongress der südamerikanischen Föderation, ihre Präsentation zu offerieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, in diesem Zusammenhang, heute Abend Eurogoals ab 23 Uhr, auch ein Report über 100 Jahre Deutscher Fußballbund und wer sollte im Mittelpunkt stehen? Natürlich im Wesentlichen der deutsche Fußballer des Jahrhunderts, Franz Beckenbauer, und der hoch engagierte WM-Botschafter Deutschlands für die Titelkämpfe 2006. Ja, mal sehen, ob Kamerun in der Lage ist, Rechenschieberfußball zu praktizieren, dem sie selbst mal unterlagen, nämlich 82 bei der Weltmeisterschaft in Spanien, ohne ein Spiel zu verlieren. Da entschied nur ein Tor. Peru war noch in dieser Gruppe, Italien, Kamerun und die Polen. Und Kamerun schied, obwohl nicht bezwungen, aus, war auch ein Novum in der WM-Geschichte. Lauren. Ja, man sucht Foyer und Lauren, nach wie vor der Beste, der Engagierteste in diesem Kamerun-Team. Aber ob das reicht? Ein richtiger Playmaker im klassischen Sinne ist auch er nicht. Aber die sind ohnehin im heutigen Fußball dünn gesät. Die Netzers, die Schusters, die findet man auch im afrikanischen Fußball kaum noch. Gut gemacht, faul, müsste es eigentlich gelbe Karte geben. Das hat wehgetan. Der erste Samariter ist der Schiedsrichter, ist der Nigerianer Olanyan Olofumi. Ja. Also hier muss mindestens die gelbe Karte gezückt werden. Aber das ist natürlich auch die unterschiedliche Interpretation, die sich dann nachteilig bei einer Weltmeisterschaft bemerkbar macht, wenn Schiedsrichter aus verschiedenen Kontinenten kommen und wenn sie vielleicht in diesen Tagen auch Interviews verfolgt haben und der FIFA-Boss, der Präsident Sepp Blatter, ist auch bei den französischen Kollegen in TF1 aufgetreten in der populären Sendung Telefoot. Er ist gegen einen TV-Nachweis, auch jetzt noch, aber weiter sein Lieblingsthema, der Profi-Schiedsrichter und möglicherweise auch Torrichter. Also es bleibt im Gespräch. Ja, Kamerun dominiert jetzt das Spiel, aber das sieht alles so, ja, Larifari aus. Da ist kein Zug dahinter, kein Tempowechsel. So. Gut gespielt auf den neuen Mann, auf den Spieler mit der Nummer 7, auf den Eingewechselten.
Bernard Schutang. Auf der linken Abwehrseite bei Togo mit der Nummer 13. Asignon, Komlan, und das ist der bisher einzige Schütze für Togo, Chankai Masamesso. Gelbe Karte. Lang hat es gedauert, aber er hat sie nicht vergessen. Olanyan Olufumi aus Nigeria. Freistoß für Kamerun. Jeremy, und fast ein Eigentor. Wieder wie ein Fliegenfänger in seinem Heiligtum im Strafraum. Togos Keeper mit der Nummer 16, Kossi Agassi. Ja, das müsste doch eigentlich mal Kamerun spitz bekommen. Er hat an seiner Grenze, er war schon über dem 5-Meter-Raum hinaus, kann deshalb auch wie ein Feldspieler attackiert werden. Gut gemacht von Nyanka. Mal sehen, ob sich jetzt die größere internationale Erfahrung von Kamerun auszahlen kann. Aber ich sehe immer noch keinen, der ein bisschen Pfiff, der ein bisschen Fantasie ins Spiel bringt. Die ganze Spielanlage ist sehr schleppend. Dabei eine tolle Vorstellung gegen die Elfenbeinküste. Da hätte es leicht eine deftige 6:0 Packung geben können für die Löwen von der Elfenbeinküste. Aber Kamerun beließ es da bei einem 3:0. Kala, Etoyo und Mboma waren da die Torschützen. Mboma hätte ja gut und gern sein Torkonto aufbessern können. Chancen dazu hatte er mindestens zwei in der ersten Halbzeit. Lauren, der gefällt mir ganz gut. Foué zu inaktiv. Ja, und hier sieht man es. Die Spieler von Togo versuchen Pressing zu spielen. Versuchen schon Kamerun in der eigenen Hälfte zu attackieren. Hier, da wird schon Sonk nachgejagt, damit er gar nicht ruhig abspielen kann. Dies ging bisher auf. Nyanka. Ja, jetzt brauchten die Männer aus Togo einen Mann aus Togo, einen Mann wie Benedict McCarthy, der 4 Tore schoss. McCarthy für Südafrika, 13 Tore in 13 Tore, 4 Tore in 13 Minuten, 13 Tore wäre ein bisschen viel. So einen Rekord hat in Afrika noch keiner aufgestellt, den hält nur Fontaine bei einer Weltmeisterschaft. Ja, und 4 Tore erzielte auch einmal Ndaye Mutumbulu von der Mannschaft Zaires. McCarthy, der hatte sich vielleicht ein bisschen überschätzt. Der hochbegabte Südafrikaner, von Ajax aufgenommen, jetzt weiter transferiert nach Figo. Dort steht ihm aber ein junger Argentinier im Wege. Zuletzt wollte er wieder teilnehmen, aber da war es zu spät mit der Akkreditierung. Nicht die besten Berater scheint dieser Benedict McCarthy zu haben. Und im zweiten zupacken. Ja, dass Kamerun das noch nicht spitz bekommen hat, dass dieser Torwart mehr beschäftigt werden muss. Ja, da fehlt einer wie Roger Mia, der Abstauber lauert, der spekuliert, der Fehler des Gegners mit in sein Konzept einbaut. Auch das gehört zu einem Top-Torjäger der Sonderklasse. Hanga. Dia Oyabole.
Ja, Kamerun, selbst bei einer Niederlage ist die Mannschaft natürlich noch nicht draußen, da sie ein Punktepolster von 3 Treffern hat. Nochmal der Stand in dieser Gruppe. Kamerun vor dieser Begegnung 4, genauso wie Ghana. Kamerun +3, Ghana +2. Dritter Togo mit 1 Punkt, -2 Tore. Vierter Elfenbeinküste, 1 Punkt. Und -3. Also ganz verrückt würde es werden, wenn die Elfenbeinküste Ghana am Abend schlagen würde. Das können Sie bei uns verfolgen. 21 Uhr. Da fällt die Entscheidung in dieser Gruppe 1. Denn dann könnte das Togo auch gepackt haben. Und in der Luft zeigt er seine bisher beste Tat. Agassi Kossi gegen Foye, gegen den Torschützen des Auftaktmatches gegen Ghana. Lob, aber wenn der Torwart den Ball nicht hält, wen soll er dann halten? Das war ein Ball, um so schön spektakulär durch die Luft zu segeln, ohne Risiko. Macht ein bisschen Musik hier in Kumasi im ziemlich leeren Stadion. Und hier haben wir gesehen, was er bisher in Holland auch demonstriert hat, dass er gern über den Flügel kommt, über die linke Außenposition. Chuateng. Foul von Song. Gut gesehen von Olanian Olofumi. Also man muss auch mal den Schiedsrichter loben, wenn es angebracht ist. Vielleicht geben Sie mir recht, er war kaum zu beobachten. Er stand nicht im Rampenlicht, hat weitgehend das Spiel laufen lassen. Einmal hätte er für mich einen gelben Karton zücken sollen, müssen. Aber aus der Ferne wollen wir nicht die Schlaumeier sein. Er ist hautnah dran und hat bisher sehr souverän das Spiel geleitet. Olanian Olofunmi aus Nigeria. Mit Nummer 20 wird Dishima Oyawole behandelt, einer der beiden Angreifer von Togo. Es kommt ein neuer Mann für Kamerun, Olembe. Mit WM-Erfahrung ausgestattet. Ein bisschen spät für Hamga, für den 18-Jährigen, der nie seine Nervosität abschütteln konnte. Der auch nicht variieren konnte, wann er flanken muss, wann er schießen muss. Salomon Olempe von Nantes, auch ein 19-Jähriger, aber schon WM erfahren. Nantes entdeckte ihn bereits als Juniorenspieler. Also hier haben wir schon eine halbe französische Mannschaft zusammen. Song lange Jahre bei Metz aktiv im Lothringischen. Foye bei Lens. Jetzt der eingewechselte, WM-erfahrene Solomon Olembe von Nantes. Dann haben wir noch Nyanka in der Mannschaft von Strasbourg. Und Marc-Vivien Foye hatte auch seine Erfahrungen von Nantes. Hier am Ball mit der 17. Bei ihm ist ständig ein liebevoller Bodyguard. Mitte Nummer 10, der Sheriff, der sich das Ziel gesetzt hat, diesen Foye nicht
ins Spiel kommen zu lassen. Die haben wir beide gesehen. Und Tuacheng. Nichts Überraschendes, nichts Explosives von Kamerun. Die Mannschaft, die bisher eine gute erste Halbzeit hatte gegen Gastgeber Ghana. Im zweiten Durchgang war die Mannschaft des kleinen Bruders von Abedi Pelé, AIF, besser. Gegen die Elfenbeinküste ohne Probleme ein 3:0. Es waren Chancen vorhanden zu einem 6:0, zu einem halben Dutzend. Aber vielleicht rächt sich hier wieder einmal etwas. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt der Volksmund. Und die Parallele ist vielleicht auch ein bisschen da. Denken wir an die Europameisterschaft 96. Arrigo Sacchi, der große Pokerer, am Ende gescheitert, als er gegen Deutschland gewinnen musste. Übereinstimmend sagte mir gestern auch noch Andreas Brehme und speziell Matthias Sammer, der bei der Europameisterschaft 96 dabei war. Die Italiener hatten sicher individuell das stärkste Team. Sie spielten den taktisch besten Fußball. Aber Sacchi pokerte so hoch und die Mannschaft verlor gegen die Tschechen. Und das kostete nicht nur Italien einen möglichen Titel, sondern auch den Job von Sacchi. Da geht es Kamerun hier ähnlich. Die Mannschaft schonte Eto'o von Real Madrid, Kala, den Abwehrchef von Extremadura. Auch Olimbé kam spät in diese Mannschaft. Mal schauen. Kleiner Sitzstreik für wenige Minuten. Togo kann man nichts angreifen. Die Mannschaft spielt das, was sie kann. Und vom Resultat her liegt sie absolut im Bereich der eigenen Vorstellung. Vielleicht kann man noch zulegen. Vielleicht kann man